Yo, Peace Leute, was geht? Und zwar zeige ich heute einfach mal den Lynch Flip-Flop. Ja, manche haben den angefragt schon damals und ich mache den jetzt einfach mal noch. Und zwar ist das ein Trick, ja, mit Richtungsänderung würde man einfach mal sagen. Und zwar doppelte Richtungsänderung. Heißt, ihr tut so, als wenn ihr nach da jetzt geht, geht aber nach da. Beziehungsweise, ich tue jetzt so, als wenn ich nach da gehe, gehe dann aber nach da. Ja, das heißt, ich mache so und gehe dann so. Ja. Das Einzige, also das, was ihr wissen müsst dafür, ist, dass ihr zuerst natürlich über den Ball geht. Also ihr macht wirklich so einen Übersteiger, so einen Step. Ja? Und dann zieht ihr den mit der Hacke. Heißt, wenn ihr jetzt hier rüber gegangen seid, zack, ihr könnt eigentlich gleich so hier machen. Ja? Dass das wirklich in einer Bewegung ist. Zack, zack. Und dann zieht ihr den Ball wieder rüber. Ja? Also Hacke und dann hier wieder nach da. Na? Funktioniert so am besten, weil wenn ihr das wirklich so in der Luft irgendwie probieren wollt mit der Hacke oder sowas, könnte es sein, dass es ja eventuell ja zu weit oder wie auch immer auf jeden Fall. Weil es reicht einfach eine kleine Bewegung, ja, damit der Gegner schon ein bisschen zur Seite zuckt. Heißt zack, zack. Und dann habt ihr es eigentlich auch schon. Ja, viel kann man dazu nicht sagen. Ja, wenn er hier nach da geht, dann hier wieder mitziehen. Ne? Ganz einfache Geschichte. Ich werde euch aber noch einen anderen Trick zeigen. Den nenne ich einfach mal Ben Arfa Flip Flap, weil ich habe den bisher nur von Ben Arfa gesehen. Er ist etwas anders und ist auch eigentlich wesentlich schneller. Für einen kurzen Raum, den man da bekommen will, ist dieser Trick halt sehr gut. Der hier, ja, weiß ich auch nicht so wirklich, kann ein bisschen Raum bringen. Aber da finde ich halt diese Tricks, der Trick von Ronaldo, der Ronaldo-Chop zum Beispiel, oder der hier, finde ich auf jeden Fall besser, anstatt hier diesen Flip-Flap zu machen. Aber kann man alles machen, je nach Situation, wenn es passt, ist jeder Trick eigentlich irgendwo auch gut. Aber es muss halt passen, deswegen schadet es auch nie, wenn man so viele Tricks wie möglich einfach auch kennt. Ja, dass man dann irgendwann, zack, diese Nerven im Kopf hat, die einem sagen, jetzt kann ich es machen, bumm, und dann passt das. Ja, also von daher, falls ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare und ich sage mal, Peace, Kuba Benny, reingehauen und bis dann, Freunde.